Hallo, Herr Sikora. Wir hatten ja letztes Mal die Austern und heute haben wir den Hummer. Worum geht's da? Wie esse ich richtig einen Hummer? Was für ein Besteck benutze ich dazu? Wie gehe ich damit um? Und was ist das Besondere an Hummer? Was ist das Besondere an diesem Wein? Warum trinkt man den zum Hummer? Er ist wunderbar klar, schön erdig, passt nicht nur zum Hummer, sondern auch zu den Austern. Sie sitzen so weit weg, kommen Sie mal näher ran. Soll ich zu Ihnen kommen? Ja. So, zum Bund. Jetzt fangen wir mit dem Hummer an. Einmal die Schere, man braucht das richtige Besteck. Die Hummergabel, ja, die vorne zwei kleine Piekser hat, und zwar ganz schmal ist, damit man auch in jede kleine Ecke kommt. Und auf der anderen Seite haben wir den Spachtel. Das zweite ist die Hummerzange, aber die brauchen wir nahe beim Körper und nicht hierzu. Aber das Allerwichtigste ist beim Hummeressen, die Hände. Ach, die Hände. Die Hände brauchen. Also ein Hummer isst man genauso wie die Austern auch pur mit den Händen. Genau, wir sie unten rausziehen, jetzt einmal ziehen. Ja, jetzt einmal. Und dann ganz wegziehen, ganz nach oben rausziehen. Genau. So, und dann kann man das so rausziehen. Und jetzt, was Sie schon vorhin einmal angesprochen haben, sind die Soßen. Hier haben wir einmal eine Cocktailsoße. Auf der anderen Seite haben wir hier eine Safran-Mayonnaise. Ruhig mit der Hand in die Soße dippen und aber essen. Im Restaurant macht man das auch mit natürlich der Hand? Natürlich. Nichts ist sinnlicher, als mit den Händen zu essen. Und die Safran-Mayonnaise und dann kräftig zu beißen. Das zweitbeste Teil an einem Hummer ist die Schere. Ja. In die linke Hand. Ja. Und jetzt mit dem Spachtel einfach hier an der Seite oben reingehen. Genau, den unteren Teil. Schauen Sie mal, wie er rauskommt. Und den Hummer zu kochen. Was brauche ich? Ich brauche einen großen Topf, Meersalz, was da reinkommt, Dill und Kümmel. Kümmel ist überhaupt das Gewürz für Krustentiere, wenn man sie kocht. Aber die Arbeit mit dem Hummer kochen würde ich mir zu Hause gar nicht machen, sondern einfach wirklich in die Fachgeschäfte gehen. Bitte 3 halbe Hummer, aufgeschlagen, gekocht und alles drum und dran. Und zu Hause würde ich dann wirklich die Liebe beim Kochen nicht nur auf die Soßen dann beschränken. Die kleinen Beinchen, hier. Vorne mit der Schere abschneiden. Mit der Hummergabel stechen wir hinten rein, lösen ihn dann ein bisschen nach und nach vorsichtig raus. Schauen Sie mal, so dass der, genau. Und dann nochmal jetzt in der Mitte und dann immer nach und nach hochziehen. Und was ist da in der Mitte? Ach, na, wunderbar, dass Sie das ansprechen. Das ist die Hummerleber. Die schmeckt so intensiv nach Hummer wie nichts anderes. Einfach die Hummerleber jetzt auf Toastbrot legen und dann mit dem Messer dann wirklich ganz fein und hauchdünn das Toastbrot bestreichen. Wenn man einmal Hummer gegessen hat und ihn dann später wieder isst, selbst wenn das 5, 6 oder 10 Jahre später ist, den Geschmack, den vergisst man nie. Genau wie bei der Austern, ne? Einzigartig. Wenn Sie das nächste Mal sehen wollen, wie man das perfekte Steak zubereitet für 10 Personen, dann bleiben Sie dran und schalten Sie wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.